das schön, Karl-Heinz. Hör mal zu. Die gewöhnliche Fichte oder Rottanne Picia abies ist ein immergrüner Nadelbaum. Heimisch im nördlichen Skandinavien, im nordwestlichen Russland und hier bei uns in Mitteleuropa. Siehst du sie, Karl-Heinz? Ja, Schatz. Dann hör jetzt gut zu. Ihr helles Holz wird zum Dachbau oder zur Herstellung von Papier genutzt. Aber die jungen Bäume sind vor allem als Weihnachtsbäume bekannt. Hast du gehört, Karl-Heinz? Ja, Schatz. Die Rottanne wird bis zu 50 Meter groß. Ihre Blüten öffnen sich im Mai. Die rotbraune Borke der jüngeren Fichten blättern schließlich im Herbst nach und nach. Ingeborg, ich bräuchte ganz schnell noch mal ein bisschen Geld. Wenn Sie Geld brauchen, brauchen Sie ein Los der Goldenen Eins. Die ARD-Fernsehlotterie mit etwas Schwein, 1 Million und mehr gewinnen.